Interessant. Ist das so ein Lager von diesen einen Typen da? Und der wurde hier überrannt? Na toll, ich erwischt. Ach so, der Kopf ist auf der anderen Seite. Und der sieht mich nicht? What? Wie kann der mich nicht sehen? Ich bin. Sag mal. Ja, gut, ohne Augen lässt sich halt schlecht gucken, ne? Ist dann hier überhaupt noch irgendwas Tolles oder. Wieder was? Abgesehen halt jetzt von haufenweisen Rädern, die ich hier für irgendwas nutzen könnte. Tagebuch oder was? Auf Geheiß des Weisen Co-Königs wahrscheinlich oder so ähnlich, diese Basis bald restlos vernichtet, Ruhm, ja. Geile Info. Bogen. Doppelschussbogen. Nur die besten Schützen der Jäger, genau, Jäger hießen die, verwenden diesen Bogen. Damit das Opfer nicht entkommen kann, werden zwei Pfeile auf einmal geschossen. Cool, und ich habe gerade keinen einzigen. Jetzt kann ich zwei Pfeile verschießen, wenn ich denn welche hätte. Oh, da hinten sehe ich was. Ist das die Mine, die ich suche? Hier geht's bergab. Oha. Wenn ich einen so eine runterschmeiße, platzt die unten auf. Nice. Ah, hey, hier habe ich eine Lampe. Kann ich hiermit vielleicht was machen? Ich habe Räder, ich habe ein Lenkrad, ich habe eine Lampe. Eventuell. Oder ich könnte auch einfach versuchen zu fliegen. Was eventuell mehr oder weniger von Erfolg gekrönt sein könnte. Und mehr als versuchen geht nicht. Was muss ich machen, damit ich halbwegs eine Rampe habe vielleicht? Kann man die in den Boden rammen? Das sind doch diese komischen Dinger, die Säulen. Die Stützen oder so ähnlich. Kann man die in den Boden rammen? Warum? Aus irgendeinem Grund bewegte ich mich gerade ein bisschen merkwürdig. Habe ich das Ding gerade mit dem Boden verschmolzen?
Ach, theoretisch brauche ich eigentlich nur einen, ne? Oh, tatsächlich. Sieht irgendwie cool aus. Nee. Ja, jetzt muss ja irgendwie weiter oben, ne? Ja, warte mal, dann brauche ich ja die Stützen eigentlich gar nicht, oder? Das Teil blieb gerade wieder einstehen. Jetzt bin ich hier gerade wahrscheinlich wieder irgendwas am Zusammenbauen, was eine halbe Ewigkeit dauert, damit ich es dann 5 Sekunden benutze. Jetzt hat er das mit dem Gleiter verbunden. Dabei habe ich gedacht, dass der eigentlich den gar nicht mehr berührt. Okay, scheinbar kann ich das so nicht machen. Dann müsste ich wahrscheinlich den da reinstecken in die Säule. In die Wand meine ich. Ah, hallo. So, jetzt. Ordentliche Schieflage. Ja, eine ordentliche Schieflage, du. Toll, wenn man auch so ein bisschen fein justieren könnte. Statt einfach nur allgemein grobe Richtung zu haben. Okay, keine Ahnung, wie der kleben kann. Er ist jetzt halt natürlich blöd, ne? Der rutscht nicht wirklich. Es sei denn, der hat vielleicht so eine leichte Schieflage, damit dann, wenn dann die Ventilatoren an sind, der eventuell runterrutschen kann. Ah, mal hoffen, ne? Mal hoffen und hoffentlich da ankommen, wo ich hin möchte. Oder es passiert absolut gar nichts. Oder es passiert absolut null. Oh, ist das ätzend. Wie kann man eine Rampe bauen? Eine, die wirklich auch funktioniert. Weil du hast halt nur extreme Schieflage oder gar nichts. Ist halt echt ätzend. Wo ist eigentlich meine... Da ist die. Hab mich schon gewundert. Ansonsten geht nur das. Ja, nee, verdammt. Gerade hatte ich's noch.
Genau. Irgendwie sowas in der Art. Könnten wir hier noch irgendwas finden? Nee, wahrscheinlich nicht. Oder könnte ich den Rad... Nee, das Rad, das sollte ich lieber nicht nehmen. Vielleicht den Schlitten. Ich sehe nichts. Kamera. Wobei, weißt du was? Den baue ich sowieso. Den brauche ich sowieso. Ah, wobei ich hätte den vielleicht hinten bauen. Ah, wobei ich kann ihn ja festkleben. Stimmt. Weil dann müsste das eventuell hoch genug sein, dass das jetzt hier eine Schräglage hat, oder? Wenn ich denn sehen könnte, wo sich was hinlege. Hat das eine leichte Schieflage jetzt? Hat's. Okay, dann könnte es jetzt eventuell als Rampe verwendet werden. Richtig? Oder habe ich es jetzt irgendwie noch zu seicht? Wäre dann blöd. Toll, wenn man genau dasselbe machen könnte wie bei der Himmelsinsel. So eine wirklich eine richtige Rampe bauen mit Rillen und so ein Scheiß. Ach komm schon, Mann, das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein. Really? Sag mal, in der Zwischenzeit wäre ich wahrscheinlich zu Fuß dahin gekommen, wa? Wenn halt alles nicht hilft, dann muss ein Rad helfen. Falsches Teil. Huch. Bohrplatz kleiner als gedacht. Jetzt sag mir nicht, dass die Schieflage immer noch nicht in Ordnung ist. Doch, das müsste jetzt hinhauen. Das sieht doch schon eher nach einer Rampe gerade aus. Also wenn das jetzt nicht hinhaut, dann weiß ich auch nicht. Jetzt habe ich eine Rampe und ich krach gegen den Boden. Oder muss ich den Schlitten dazu verwenden? Hä? Warum? Warum kann ich den Gleiter nicht nehmen? Komisch. Ich konnte den Gleiter gerade einfach nicht nehmen.
jetzt hole ich das ganze Teil da aus der Wandre. Super. Oh. Oh, jetzt kann ich den gar nicht reinstecken mehr. Ah doch, wenn ich es schief mache, okay. Auch nicht schlecht. Okay, wie wollte ich das jetzt rummachen? Genau, ich wollte das da oben drauf packen, genau, genau. Irgendwann werde ich schon auch herausfinden, wie man halbwegs effektiv was bauen kann. Bis dahin allerdings habe ich wahrscheinlich das Spiel durchgespielt. So, wehe, du rutscht mir direkt runter. Nein, du... Ah, jetzt habe ich den auch noch festgeklebt, ich Idiot. Okay. Entwackelt auf jeden Fall. Er hat ein bisschen sich bewegt gerade, aber nur eher zur Seite. Ach, das funktioniert auch nicht. Warum? Was soll denn das bringen? Hilft's eventuell einfach, noch ein Rad dran zu klatschen? Mein Bezweifel, weil dann dürfte dann wahrscheinlich dann dürfte das wahrscheinlich zu schräg sein. Aber wer weiß. Will ja nicht haben, dass eigentlich mein Gleiter da von alleine dann runterfällt. Wäre ja blöd. Na, ich glaube, der kann da gar nicht drauf stehen, kann das sein? Ohne abzurutschen. Schräg genug ist er gerade. Glaube ich. Der dürfte auf jeden Fall jetzt funktionieren. Das ist eine Rampe. Eine äußerst beschissene Rampe, aber es ist eine Rampe. Vorbei, genau, was mache ich denn da eigentlich? Ich kann auch ganz einfach Dingensbums machen. Zeit zurückdrehen. Zeit zurückdrehen, dann ist das Teil hier auch wieder oben. Jetzt muss es aber funktionieren. Really? So, was soll ich denn sonst noch machen? Das ist doch langsam. Oh, vielleicht jetzt mit dem Schlitten. Ich hoffe ja irgendwie, dass der Schlitten... dass die Unterseite glatt genug ist, dass sie dann dafür sorgt, dass der da runter rauscht, aber hat ja bis jetzt irgendwie nicht gerade sehr gut funktioniert, ne?
Hoffentlich funktionierst du jetzt. Nein! Ich habe gerade eine Idee, aber ich weiß nicht, ob die funktionieren könnte. Nee, warte mal. Ja, verdammt. Warum pfeifst du? Okay. Funktioniert das? Oh mein Gott. Ich hätte theoretisch die ganze Zeit das nehmen können, um irgendwie eine Art Rampe zu haben. Nur funktioniert gerade irgendwie nicht so gut, aber gut, ich bin auch gerade gegen eine Wand geflogen. Ich muss in die Richtung da fliegen. Wobei, ah, ich kann nicht weiter nach oben, okay. Warum versuche ich es eigentlich? Das ist jetzt so viel Zeit, die ich da verschwendet habe, mit irgendetwas zum Zusammenbauen. Dabei ist das, was ich da quasi habe, im Endeffekt nur ein paar Meter entfernt gewesen. Gut, ich sag mal so, das sah weiter aus, als es in Wirklichkeit war. Ich dachte, das wäre weiter weg. Aber... ja, das Teil flog ja halt echt wie so ein Stein, ne? Oh Gott, ist das echt... Ich weiß nicht, was gerade nerviger ist. Die Tatsache, dass die Mine hier näher ist, als ich dachte? Oder dass das Teil quasi jetzt so lange benötigt hat zum Zusammenbauen oder beziehungsweise überhaupt zum Funktionieren zu bringen? Und dann quasi fast gar nicht das nutzte, weil ich dann halt, sei ja, nach 5 Sekunden dann schon einfach wieder zu Fuß weiterging. Ich weiß nicht gerade, was mehr nervig ist. Naja, egal. Das sind die beiden für Typen hier.
was machst du denn an diesem Ort? Ach, wahrscheinlich könntest du mich dasselbe fragen, stimmt's? Du stellst hier auch Nachforschungen an, oder? Naja, weil du dich für die Forschungsgruppe beworben hast. Wir sind auch nur zur Forschung hier, weil wir uns als Forscher beworben haben. Ja, als Forscher. Welch ein Zufall. Hier, sieh mal. Wir verstehen nicht, was das für ein Gerät ist, das mit der zittrigen grünen Schrift und diese seltsame Statue. Vielleicht ist das eine dieser Steinleute, die man Konstrukte nennt. Bestimmt sollte sich das Ding irgendwie bewegen. Oh, übrigens, das sind alles nur meine Vermutungen. Wir kriegen mächtig Ärger, wenn wir nicht bald mehr herausfinden. Aber wie? Da stecken wir ganz schön in der Klemme. Nanu, hast du dich auch erfolgreich beworben? Warum sollte hier sonst jemand angedackelt kommen? Jetzt habe ich es fast verpasst. Also, vergiss es. Lass uns lieber über diesen Text reden, mit dem wir uns gerade beschäftigen. Wenn er stimmt, was da steht, müsste diese Statue uns ermöglichen, eine Macht der Götter einzusetzen. Macht der Götter? Genau, diese äußerst seltsame Statue aus Stein ist nichts anderes als eines der sagenumwobenen Konstrukte. Ich habe hier einen Text, der diese sogenannte Macht der Götter sehr detailliert beschreibt. Da steht, mit dieser Macht kannst du alle Objekte speichern, die du mit deiner Kraft erschaffen hast. Und sie kann jedes gespeicherte Objekt sofort erneut herstellen. Das heißt doch, dass man alles, was man einmal gebaut hat, in Handumdrehen wieder erzeugen kann. Mit so einer Macht könnten könnten wir das Land schnell und unaufhaltsam erforschen. Diesem Text zufolge soll das Konstrukt diese Macht verleihen können. Ich würde es so gerne irgendwie dazu bringen. Oh, da ist eine Wurzel. Autorisierung erfolgreich. Es bewegt sich. Übertrage die Bau... Automatik? Automatik? Ich empfehle, diese für Forschungen im Untergrund und Ausgrabung von Sunanium einzusetzen. Lade ich gerade ein Auto runter? Guck mal, hast eine Murmel mit drei Griffeln in deiner Griffel. Bautomatik. Hier werden ausgeführte Ultra-Handbauprojekte automatisch aufgezeichnet und können danach mit Objekten in der Nähe und Sonanium sofort nachgebaut werden. Was in kurz heißt, jetzt kannst du all deine fehlgeschlagenen Konstrukte erneut bauen. Und deinen... Versagen aufs erneute Durchleben. Träume ich? Oder ist das gerade wirklich passiert? Hast du echt die Macht der Götter erhalten, von der im Text die Rede ist? Unglaublich! Es wäre toll, wenn du uns das einmal demonstrieren könntest. Der Text beschreibt diese Macht. Mal sehen, mit dieser Macht kannst du alle Objekte speichern, die du mit deiner Kraft erschaffen hast. Und sie kann jedes gespeicherte Objekt sofort herstellen. Erneut herstellen. Ja, ich weiß. Zufällig sind unsere Fahrzeuge kaputt. Leider haben wir es bisher nicht geschafft, sie zu reparieren. So. Oh. Bei dem auf dem runden Podest ist ein Rad abgefallen. Und das auf dem quadratischen Podest ist ganz auseinandergefallen. Schaffst du es mit deiner Macht, das Fahrzeug auf dem runden Podest zu reparieren? Dann sollte es auch kein Problem sein, das auf dem quadratischen Podest wieder funktionstüchtig zu machen, oder? Also, zeig doch mal deine wunderbare Macht und mach unsere Fahrzeuge wieder flott. Kannst du das zuerst bei dem auf dem runden Podest probieren? What?
Ein Fischerboot? Überfallfahrzeug. Okay. Nein, das will ich doch jetzt nicht bauen. Oh, es hat funktioniert. Das abgefallene Rad ist jetzt wieder dran. Jetzt kommt die Hauptattraktion. Deine Reparatur des total kaputten Fahrzeugs auf dem quadratischen Podest. Na los, zeig uns, was diese Macht der Götter wirklich kann. Mach es ruckzuck wieder flott. Von dir gebautes wird dem Bauautomatikverlauf hinzugefügt und kann reproduziert werden. Ah. Verlauf. Kann ich aber auch speichern Dinge oder... Ach nee, das sind Baupläne, die ich gefunden habe. Aber eventuell kann man auch selber was speichern, weil da oben ist nämlich noch was hier frei. Wahrscheinlich wird das so sein. Das hier sind Baupläne, das ist der Verlauf von irgendwelchen Dingen, die ich im Verlauf der Zeit da gebaut habe. Und dann oben wird dann bestimmt gespeichertes sein. Vermute ich mal. Habe ich jetzt so ein Anion dafür aufbauen müssen? Nee, ne? Hoffe ich jetzt mal nicht. Denk mal, Sonanium nur dann, wenn dann wohl Bauteile fehlen, denke ich mir mal. Unglaublich, sehe ich etwa doppelt? Und es war auch blitzschnell gebaut. Nichts weniger habe ich mir von der Macht der Götter erwartet. Dann stimmt es also, was in den Texten stand. Die Macht. Unfassbar. Meister. Was? Aha, also gibt es sie wirklich. Habe ich dich nicht schon mal besiegt in Breath of the Wild? Gute Arbeit, ihr beiden. Und du da, Schwertkämpfer. Du hast auch was bei mir gut. Ja, du hast auch was bei mir gut. Niemals werde ich vergessen, wer mich aus unserem Versteck in der Gerudo-Wüste nach hier unten hat stürzen lassen. Oh. Und dann bist du immer noch am Leben? Das warst du. Ich hatte geschworen, mich zu rächen an dieser Zelda und an meinem allergrößten Feind. An dir, Link. Endlich treffen wir uns wieder. Sag nicht, du hättest mich vergessen. Nein, mein Lieber. Wir sind durch das Schicksal verbunden. Höre meinen Namen und erzittere erneut. Ich bin der Meister der Jäger. Koga. Okay. Ich dachte, Meister der Jäger wäre dein Name. Ich habe alles gesehen. Ich habe gesehen, wie du dir die Macht der Götter unter den Nagel gerissen hast, nach der wir gesucht haben. Wir haben hier uralte Texte aufgestöbert, in denen was darüber steht. Damit kann man zusammengebaute Sachen speichern und ruckzuck erneut herstellen. Diese Fähigkeit soll schon vor langer Zeit verloren gegangen sein. Du hast geschummelt. Ja klar, sicher doch. Echt jetzt? Haben die halt einstudiert? Wir rackern uns hier ab, um Zeugs in ehrlicher Handarbeit zusammenzubauen. Aber du kannst das im Handumdrehen erledigen, ohne Mühe. Das ist Betrug. Diese Macht würde der Person, der wir huldigen, sehr nützlich sein. Seiner Großartigkeit nämlich. Diese Macht sollte dazu dienen, Zelda und dich zu vernichten. Und jetzt wagst du, sie zu stehlen? Nachdem es jetzt soweit gekommen ist, bleibt mir nur eine Wahl. Ich werde dich besiegen und nehmen, was uns zusteht. Na, deswegen ist da vorne alles so beleuchtet. Mach dich bereit. Wait, du fährst mit einer Karre durch die Gegend? Kann ich die auseinandernehmen? Nee. Schade. Nette Musik, by the way.
So ganz klein wenig, weiß ich nicht warum, aber ihr erinnert mich gerade an Crash Bandicoot. Wait, kann ich dich vielleicht... schade, leider auch nicht. Das geht auch nicht. Ich dachte, da würde mehr brennen. Geht's dir gut? Du hörst dich irgendwie an, als müsstest du dringend aufs Klo. Oder ist das da oben dein Klo? Oh ja, klar, ich kann einfach auf dem drehenden Rad draufklettern. Klar, warum nicht? Ja, aber warum nicht? Dann machen wir es halt so. Oh, cool. Danke für die Karre. Mach mal eben hier einen auf GTA. Hey! Mein Auto! Ich würde ja mit Pfeilen schießen, aber ich habe keine. Au, okay. Da sollte ich nicht stehen. Gibt's eine einfache Methode? Sag mir nicht, ich soll jetzt ein Auto bauen. Nee. Das wäre wahrscheinlich die einfache Methode, aber die habe ich nicht. Und will ich auch nicht. Oh, du bist hier. Oh ja, toll, meine Lanze ist wieder putt. War wohl nix. Ach, jetzt ist er da oben? Nee, doch nicht. Oh, funktioniert doch nicht. Okay. Sollte ich eigentlich auf den drauf schießen? Weil das da ist bestimmt so ein Schild gerade. Nur das Blöde ist, ich habe gar keine Pfeile. Ich kann nicht schießen, ich habe nichts. Das hier ist ja auch irgendwie ziemlich jank, ne? Mal eben auf dem Rad draufklettern, was sich dreht. Funktioniert, aber auch nicht irgendwie immer. Das hat echt irgendwie so ein bisschen Crash Bandicoot-mäßige Vibes, die Musik. Oh, 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 ich bin drauf. Jo! Das Lenkrad hat's jetzt übel erwischt. Link hat's dem Lenkrad aber ordentlich gegeben gerade. Raketen? Sag mir, ich kann die zurück zum Absender schicken. Okay, ich habe vergessen, die Karre fährt dann schneller. ich bin irgendwo gerade, wo ich nicht sein möchte. Oh, wait. Ach so, ich dachte, ich könnte den jetzt auf einmal in der Zeit zurückdrehen. Oh ne, nicht schon wieder. Ich find's aber irgendwie nice, dass sie hier im Boss reingekloppt haben, der auch diese Fähigkeiten nutzt.
Klar, kloppt die Wand an. Die Wand schlimmer als der Boss. Also wenn er das macht, dann willst du wirklich auf jeden Fall weit weg sein, damit du den dann erwischen kannst, wenn er gegen die Wand fährt. Hab ich den mal eben durch die Wand geschleudert. Impertinenter Wicht, was wagst du es, mit solchen Taschenspielertricks zu kämpfen? Was sagt der Richtige? Doch egal, der Klügere gibt nach. Dieses eine Mal lasse ich dir deine Frechheit ausnahmsweise durchgehen. Doch sperr die spitzen Lauscher auf, denn ich habe dir was zu sagen. Solche Ruinen wie hier habe ich schon haufenweise gefunden. Und ich habe dich beobachtet. Du benutzt deine rechte Hand, um das Konstrukt dort zu steuern. Ja, ja, ich weiß Bescheid. Also, ich muss dann langsam mal los zur verlassenen Südwestmine. Dort schnappe ich mir auch diese Macht, die du besitzt. Südwestmine? Ja, Südwestmine. Okay, Südwest, unten links. Anschließend werde ich an der Seite seiner Großartigkeit diese Welt ihrem Ende entgegenführen. Falls du vorhattest, mir zu folgen, vergiss es. Oh ja, klar, weißt du, der hat mal eben so ein Fluggerät, was ich nicht nutzen kann. Der kann ohne Probleme durch die Gegend flattern, ich nicht. Und der hat noch nicht mal eine schräge, der hat eine glatte Oberfläche gehabt. War das aber gerade... War das gerade ein Gleiter und unten war ein Schlitten dran, der aber umgedreht gewesen war? Huh. Beim nächsten Mal ausprobieren. Kogas finstere Pläne. Na, was habe ich denn da? Enormer Sonau-Energiekristall. Ein gewaltiger Kristall, der durch Konzentration von Sonanio-Energie entstanden ist. Er enthält so viel Energie wie 100 normale Kristalle. Link! Danke, dass du die Eindringlinge vertrieben hast. Ich habe heimlich eurer Unterhaltung gelauscht. Pff, heimlich, indem du da rumgestanden hattest, während die Action ablief? Die verlassene Mine im Südwesten, zu der dieser Mann unterwegs ist, müsste die verlassene Gerudo-Mine sein. Abbau und Verarbeitung von Rohstoffen florierten dort einst, aber nun teilt sie das Schicksal der verlassenen Zentralmine. Folge dem Weg, den die steinernen Statuen weisen, um zur verlassenen Gerudo-Mine zu gelangen. Am einfachsten wäre wohl, wenn du erst einmal in Richtung dieses Lichts dort loslaufen würdest. Ach, und noch eine Sache, bevor du aufbrichst. Ich möchte dir etwas vermachen. Sprich zu diesem Zwecke bitte einmal mit meinem Artgenossen da drüben. Okay. Ich habe also eine Quest hier unten. Oh, hey, wird mir auch gerade angezeigt, wo das ist. Super. Super. Dann weiß ich ja, wo ich hingehen darf, ne? Weißt du, ich habe die ganze Zeit ein Schild auf dem Rücken, aber ich benutze es nicht, weil ich die meiste Zeit irgendwelche Zweihandwaffen verwende. Ich danke dir dafür, dass du die Eindringlinge vertrieben hast. Ich versteckte mich, um ihnen zu entgehen. Nun gut. Da du über die Bautomatik verfügst, lass mich dir als erstes diese Bauplan-Steinplatte überreichen. Konstruktionszeichnung, mit der zum Beispiel ein Fahrzeug der Sono nachgebaut werden kann. Nutze für Nachbauten die Bautomatik. Ah, ein Gleiter. Cool. Du solltest nun mithilfe der Bautomatik ein weiteres Objekt herstellen können. Gestatte mir, die nötigen Teile für dich vorzubereiten, damit du die Bauplan-Steinplatte ausprobieren kannst. Ja, aber wo kriege ich mehr Saft her? Ich brauche mehr Saft. Ohne Strom ist nichts los.
Mithilfe von Bauplansteinplatten kannst du sogar Objekte anfertigen, die du noch nie zuvor gebaut hast. Ich hoffe, du wirst großen Nutzen daraus ziehen. Okay. Und sonst so? Na, das ist derselbe Text. Ich danke dir sehr für das Vertreiben der Eindringlinge. Ich verarbeite hier Sonanien zu anderen Materialien, doch ich muss die Flucht ergreifen, um nicht entdeckt zu werden. Wenn du es wünschst, kann ich dein Sonanium gegen verarbeitete Materialien tauschen. Du verarbeitest es? Dabei wird Sonanien in einem Ofen geschmolzen, so in Materialien mit anderen Eigenschaften umgewandelt. Diese Materialien sind Sono-Energiesphären und Sono-Energiekristalle. Was machen die Kristalle? Enthalten Sono-Energie in fester Form. Sie werden hauptsächlich als Rohstoff für den Bau von Batterien verwendet. Soll ich noch etwas erklären? Oh. Kürzlich von mir gewonnene Materialien findest du in den Regalen dort. Bitte sieh dich um. Ja, aber mehr Strom? Ich brauche mehr Strom. Ich brauche mehr Strom. Strom? Hallo? Strom? Mehr Strom? Batterie. Oh. Wait, kann man die nutzen? Hey, ich bin der Jägerboss eigentlich. Hab ja auch so eine Maske. Ich sehe Sonanium, aber keine Batterie. Glaube ich. Ah, hier. Aber kann ich nicht verwenden. Ein Kristall, der durch Konzentration von Sonanium-Energie entstanden ist. Von Sonanium-Energie entstanden ist. Dient zur Erweiterung der Batteriekapazität. Ja, und wie verwende ich das? Muss doch irgendwie Nutzen haben, oder nicht? Ich nehme alles. nur 90 brauche ich? Ja, ich nehme alles. Den gesamten Vorrat? Ich überlasse ihn dir für 90 Stück Sonanium. Ja, klar. Ich werde das erhaltene Sonanium später weiterverarbeiten. Wenn du also Materialien benötigst, komm wieder, sobald der Verarbeitungsprozess abgeschlossen ist. Okay. Ich habe jetzt 30 Sonanium. Oh, 30 habe ich noch mehr? Okay. Ein bisschen wenig. Sind das alle? Das sind, glaube ich, alle, ne? Oh, ich habe falsche Taste gedrückt. Okay, jetzt habe ich 100 mehr, aber... Achso, du machst zeitweilig unbegrenzt. Ja, und wie verarbeite ich die Dinger zu Batterien? Muss doch auch irgendwie gehen, oder nicht? Oh, so sagt er quasi, dass ich halt dann nicht klauen soll? Okay. Da wird so in den Ofen geschmolzen. Ja. Nein, ich... Sonoenergiekristalle enthalten Sonoenergie in fester Form. Sie werden hauptsächlich als Rohstoff für den Bau von Batterien verwendet.
Ja, und wo lasse ich Batterien herstellen? Müsste da auch irgendwie wo gehen, oder nicht? Ich meine, ich habe das komische Dingen hier. Das ist die Batterie. Aber ich kann damit auch nichts machen. Oder muss ich noch woanders hin? Nein, sag mir nicht, ich muss noch woanders hin. Ich guck mal ganz kurz. Sag mir jetzt nicht, dass ich noch woanders hin muss. Batterie erweitern, aha. Aber was wie? Ich muss die ganze Zeit doch nach oben? Och nö. Och nö. Really? Ich meine, auf der anderen Seite auch wieder gut, weil dann habe ich das hier. Ja, dann habe ich das da. Das ist eigentlich auch wieder irgendwie ganz gut, ne? Aber trotzdem, och nö. Das ist jetzt irgendwie, ne, also... Oh, das hat gar kein Lenkrad. Ja, geil. Haben wir hier irgendwo ein Lenkrad? Nein, wa? Super. Na, dann klopp ich einfach mal drauf da auf das Ding. Wird schon schief gehen. Das Teil fliegt stabiler als das, was ich hatte mit... Als das Teil, was ich hatte, was gar kein Lenkrad hatte. Was ein Lenkrad hatte. Aber dafür keinen Saft. Instant. Instant Gleiter war besser als mein zusammengefriemeltes irgendwas. Da unten ist auch eine Mine. Oder bin ich gerade von da gekommen? Nee, bin nicht von da gekommen. Das ist auch eine Mine hier unten. Ah, und da, wo die hinschauen, soll ich hindern, wa? Also in diese Richtung. Scheinbar, da oben ist auch eine Statue. Okay, ja gut, aber ich gehe dann jetzt erstmal nach oben, weil offenbar ist... Hier unten zwar ein Händler, aber oben ist Dingensbums. Ein Automat für Batterien. Egal, ich meine, es war trotzdem ganz gut, hier runterzukommen. Hier runterzukommen, da zu dieser Zentralmine hinzugehen. Ich habe da gleichzeitig, habe ich jetzt auch eine Quest. Auf eine Art und Weise habe ich nicht unbedingt das bekommen, was ich wollte, aber auf der anderen Seite kriege ich mehr, als ich dachte. Ist das der Typ, der mir Batterien gibt? Dies ist eine Batteriemaschine. Wenn ich Zusatzbatterien für dich herstellen soll, gib mir Sono-Energiekristalle. Ja, klar. Soll ich 300 Sono-Energiekristalle verwenden, um 3 Zusatzbatterien herzustellen? Ja. So werden die Batterien hergestellt? What the... Deine Sono-Energiekristalle konnten erfolgreich in 3 Zusatzbatterien umgewandelt werden. Toll. Wait, wo sind die anderen 2? Ha? Jetzt sag mir nicht, jeder einzelne Balken ist eine Batterie.
What? Das heißt, okay, warte mal, wenn ich mir das hier, das Teil hier angucke, die Batterie, dann heißt das quasi, ich kann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Ich kann 8 Batterien haben. Oder Zusatzbatterien, wie auch immer. Das heißt dann im Umkehrschluss, dass ich dann, 3, ja okay, den Anfang nehmen wir mal nicht, ne, weil den habe ich ja kostenlos, aber dann haben wir mal, dann haben wir 3, 6, 12. Da verlassen sie mich. Okay, machen wir lieber so rum. 3, 6, 12. Ich brauche 2400 Energiekristalle. Ich brauche 2400 Energiekristalle, um die Batterie komplett aufzufüllen. Oh, okay. Was dann bedeutet, dass ich verdammt viel Sonanium benötige. Oder halt auch Energiekristalle finden muss. Ha. Okay. Na, das kann ja was werden, du. Ich dachte, ich würde jetzt 3 Batterien bekommen. Aber nö. Ich bekomme 3 Zellen in einer einzigen Batterie. Irgendwie enttäuschend gerade, aber gut. Hey, ich hab ein bisschen mehr Saft jetzt, ne? Aber dafür umso mehr ein Grund, hier unten irgendwelche Vorräte? Nein, Quatsch. Irgendwelche Sonanium-Lager und was weiß ich noch was hier auszurauben. Irgendwelche Minen zu untersuchen, ob da irgendwas rumfliegt, irgendwelche Lager plündern. Ich glaube, da unten fliegt. Ja, da unten ist haufenweise Sonanium, sehe ich gerade. Ja. Wo muss ich hin? Ich muss in diese Richtung, ne? Muss ich unbedingt den Dingern da folgen, oder? Ah, wahrscheinlich, ne? Aber das geht nach da oben und das geht nach unten. Ich kann trotzdem nach unten. Dann kann ich die ganzen Dinger nämlich da unten einsammeln, die Irrlichter. Und eventuell habe ich da beim Lager ein paar Pfeile. Na ja, egal. Das ist ein großer. Ich sollte dann vielleicht, falls möglich, heilen mich. Pff, ein. Ich sollte dringend mal was kochen, ne? Ich sollte echt dringend mal kochen gehen. Oh, hier sind ja mehr als ich dachte. Wait. Der ist aber... Achso, der ist bestimmt so schnell tot, weil der ist nicht gerade der stärkste von denen, ne? Ist, glaube ich, die schwächste Version. Ah, das war parieren und das war ausweichen. Kann das sein, dass so ein Zauberstab von nahen echt gefährlich ist? Weil die dadurch alle Geschosse abbekommen? Aber das sah nämlich gerade so danach aus. Kann ich den irgendwie fusionieren mit irgendwas? Nee, ne? Ich glaube nicht, dass ich den mit irgendwas fusionieren kann. Da ist ja noch ein Gegner. Oh doch, ich könnte theoretisch. Wobei, theoretisch, ja. Kann auch sein, dass da gar nichts geht.
Der war instant tot. Okay, warte mal. Schmeißen wir den mal raus. Und nehmen den hier. So, mal gucken. Kann man das fusionieren? Oh, kann man nicht. Ich kann Waffe auf Waffe scheinbar nicht machen. Also zumindest in dem Fall nicht. Kann ich dann Opalstab mit irgendwas anderem verbinden? Ich kann es mit der Kiste verbinden aus irgendeinem Grund. Sonanium, einfacher Stock. Okay. Ja, war wohl nix. Na dann. Dachte, ich würde jetzt eigentlich... Ah, okay, jetzt ist er kaputt. Puh. Ich dachte, ich würde den eigentlich werfen, aber... Dem war nicht so. Echt stabile Kiste. Echt stabile Kiste. Oh ja, klar, komm. Macht da direkt einen Freudensprung oder was? Oh, Link benutzt mich ja, geil. Oh, ciao. Komm mal, kurz mal eben hier Bergbau betreiben, nicht einen Freudensprung ins Jenseits machen. Ja klar, ich stehe auf der Fackel. Ja, jetzt geht gleich die nächste Waffe putt. Oh, groß. Das geht auch gleich kaputt. Jo, ein Treffer. Was nehmen wir denn? Haben wir irgendwas Sonanium-mäßiges, was aussieht... Ne, Quatsch, haben wir irgendwas in Richtung Sonanium, was aussieht wie... ein Hammer. Ich habe alle möglichen anderen Klamotten. Ich meine, ich könnte den hier verwenden, aber das ist halt kein Sonanium. Ja, weiß nicht, dann nehmen wir einfach das hier. Vielleicht nicht unbedingt das Beste, was ich machen kann, aber egal. Hauptsache, ich habe irgendwas. Oh, hey. Ein Typ mit einer Waffe. Den Ort, wo man hier die Irrlichter verwenden kann, muss ich auch erstmal finden. Frag mich, wo das ist. Oh. Soldatenschwert. Den habe ich bis jetzt noch nie gefunden gehabt, dieses Soldatenschwert. Wundert mich ein bisschen. Oh, da unten sind haufenweise Irrlichter. Ist da überhaupt irgendwas Interessantes oder... Ja, nicht so. Mine im Hyliatal. Oh, eine Kiste. Ja, das nehme ich mal mit.
weil ich schon so wenig habe. Untertagehose, für die Arbeit in Dunkel entwickelte Hose, die dank der Verarbeitung biolumineszenter Substanz die Umgebung erhält. Und ist sogar besser als das, was ich habe. Sieht ein bisschen komisch aus. Aber nett. Jetzt leuchte ich durch die Gegend. Okay, irgendwas hätte man zusammenbauen können scheinbar. Weiß der Geier aber was. Ich gehe aber lieber da in die eine Ecke hin, weil ich da gerade gesehen habe, dass da haufenweise Sonanium in der Wand ist. Oben auch. Wenn ich schon jetzt weiß, wie ich die Batterien erweitern kann, dann will ich auch den Kram da sammeln. Und gleichzeitig will ich auch da dem Ort näher kommen. Wo die Quest mich hinführt. Warst du das schon, oder? Ich glaube ja. Ich glaube ja. Ich gehe mal lieber dahin, wo das Licht ist, damit man halbwegs irgendwas sehen kann. Ist halt ein bisschen nervig, wenn man die ganze Zeit da in der Finsternis herumwandelt. Konnte mich gerade nicht entscheiden, ob ich wandelt sagen will oder watscheln. Abgrund. Okay, das ist... Achso, okay, von da bin ich gekommen. Und... Ah, tolle Wand. Habe ich einen Pfeil? Oh, ich habe einen Pfeil. Cool. Sehr schön. Echt schön. Ja, es ist genau das, was ich wollte. Ich kann mich erinnern, aber ich glaube, die meisten sind bestimmt hier unten mal gewesen und haben dann irgendwann, ich vermute mal, nach kurzer Zeit bestimmt an dem Ort schon irgendwie den Rücken gekehrt, wa? Je nachdem dann noch nicht mal mehr überhaupt noch dran gedacht, dass es überhaupt existiert. Sag mir nicht, dass vor mir eine Felswand ist. Doch, ist... und eine Decke? I can't see shit! Okay, da geht's wenigstens hoch. Das ist kein Bogen. Hi! Musst du so nah sein?
Wenigstens sehe ich was.